Ich möchte euch heute gerne etwas die Augen öffnen. Ihr wisst, ich habe BWL studiert und Marketing war innerhalb der Betriebswirtschaftslehre ein großer Punkt. Und anhand der Werbung von Unternehmen bezüglich Tierfutterprodukten und Menschenfutterprodukten kann man wunderbar erkennen, warum wir erstens konditioniert sind, wo unsere Potenziale liegen, wo wir uns verbessern können und drittens, wie perfide das eigentlich ist, in welchem System wir uns hier befinden. Und wir alle nicken dazu und sagen, ja, das ist normal. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht normal. Die Werbung, wir kennen sie alle, im TV, im Internet, in Apps, wo auch immer, Werbung begegnet uns überall. Die Werbung, da gibt es die Werbung für Tierfutter und da gibt es die Werbung für Menschenfutter. Die Werbung, du darfst mal auseinanderhalten. Also, gibt es die Werbung für Tierfutter. Die Werbung für Tierfutter ist sehr selten existent in den Medien. Vielleicht mal eine Anzeige oder sowas. Aber generell ist Werbung für Tierfutter relativ unterrepräsentiert. Wird nicht so viel Geld ausgegeben für die Werbung. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Produkt in den Händen haltet und lest, was darauf enthalten ist und das Produkt an sich ist ja auch immer so eine Werbung, man liest das Produkt, man hält es in den Händen, kauft man es oder kauft man es nicht. Da stehen dann bei dem Tierfutter solche Sachen drauf wie alle Nährstoffe sind enthalten, alle essentiellen Nährstoffe sind enthalten, das sind alle Proteine oder alle Aminosäuren für ihr Meerschweinchen oder was auch immer. Das sind so die Sachen und ich kenne mich sehr gut aus dem Tierfutter, ich kaufe seit 1-2 Monaten ja, meinen großen Teil meines Essens als Tierfutter in Tierfutterqualität. Ich habe da auch schon einige Videos dazu gemacht, verlinke ich euch oben. Also solche Sachen wie eben, ja alle Nährstoffe sind enthalten. Das ist so ein großes Ding. Alle Nährstoffe sind enthalten, was immer wieder bei Tierfutter draufsteht. Und das ist wichtig für die Leute, die Tierfutter kaufen. Alle Nährstoffe sind enthalten. Und da geht es um Fakten. Ne? Das ist faktenbasiert. Ganz wichtig, wenn Tierfutter präsentiert wird, da geht es um Fakten. Was tut meinem Hund, meiner Katze oder meinem Vogel am besten? Und nicht, was denkt der Vogel, was ihn am besten tut, sondern was tut ihn am besten? Weil ich bin derjenige als ja, Besitzer, es klingt so perfide, aber wir leben in einer Welt, wo wir Tiere besitzen, Haustiere besitzen. Aber das ist nochmal Fakt, dann, das soll jetzt nicht Thema des Videos sein. Aber in dieser Welt entscheiden wir, was unserem Tier am besten tut. Da wollen wir Fakten. Und wir sehen, was unserem Tier am besten tut. Die Katze, die geht nicht in die Tierhandlung und sagt, hey, ich möchte jetzt Katzenfutter, ich fühle mich heute so mal nach Melone oder ich fühle mich heute mal so nach Maus. Sondern die Katze bekommt, wenn sie dann zu Hause lebt, wie ein Hund, meistens von dem Menschen, von dem Besitzer das Futter. Und der Mensch möchte das Beste für die Katze. Und ja, und das sieht der Mensch und dann kriegt die Katze eben genau das, was der Mensch entscheidet und nicht die Katze selber. Und entsprechend ist es faktenbasiert. Werbung für Tiere ist faktenbasiert und auch der Einkauf, der Konsum ist faktenbasiert. Hier geht es nur darum, geht es diesem Tier gut. Wenn wir als Mensch einkaufen, unser Essen, unser Menschfutter, ich nenne es einfach mal Menschfutter, um einfach auch so ein bisschen die Parallelen zu zeigen. Stört euch bitte nicht an diesem Begriff, es geht einfach nur darum, um es mal ein bisschen ja, besser vergleichbar zu machen. Menschenfutter. Was kaufen wir? Was macht das Marketing? Marketing sozusagen, wenn es darum geht, dass wir uns für eine Marke entscheiden, für ein Produkt entscheiden. Was verkauft das Marketing? Verkauft das die Fakten? Verkauft es genau wie im Tierfutter, wenn wir zum Beispiel ins Restaurant gehen, zum Griechen und schauen uns die Karte an. Steht da geschrieben, faktenbasiert, da sind alle Mineralstoffe drin, das tut uns besonders gut, das hilft vielleicht gegen diese Krankheiten oder das ist voller Vitamine. Nein, da steht überhaupt nichts Faktenbasiertes drauf. Da steht einfach nur, da gibt es Fleisch mit Gemüse und dann gibt es Fleisch mit anderen Gemüse, dann gibt es Gemüse mit Fleisch und ja, aber überhaupt nicht, wir haben überhaupt nicht auf dem Zettel, wenn man sich nicht informiert vorher,
was wir da bekommen. Oder Marketing im Fernsehen, wenn Pommes verkauft werden, da wird nicht referiert darüber, dass zwar auch Transfette da sind und dass die Kartoffel an sich ein gesundes Lebensmittel ist, wenn man es denn kocht, und wenn man es nicht kocht, dann muss man eben aufpassen und solche Sachen, sondern da wird ein Gefühl verkauft, da wird ein Lebensgefühl verkauft. Boah, knackige Pommes, ganze Familie sitzt beisammen und die kleinen Kinder knacken in die Pommes gewissen. Oder im Footballstadion, der Home Run von New York Yankees und der Fan hat die Pommes und sagt, yeah. Coca-Cola, nicht irgendwie zuckerhaltiges Getränk, also isolierter Zucker, nicht so gut für viele Dinge und solche Sachen, sondern da wird gesagt, Coca-Cola oder Pepsi, noch besseres Beispiel, Pepsi, da gibt's, die werden immer mit irgendwelchen Stars, hey, wenn dann mein Idol Pepsi trinkt, Michael Jordan trinkt Pepsi, dann trinke ich auch Pepsi, ne? Solche Sachen, rein gefühlsbasiert. Das macht das Marketing. So kaufen wir unser Essen ein. Der Standard von uns. Ne? Diejenigen, die jetzt hier auf meinem Kanal auch mit unterwegs sind, die sind hoffentlich schon ein Stück weiter. Aber auch wir und auch ich bin davon nicht gefeit, so gefühlsmäßig auch unterwegs zu sein. Ne? Wir sind alle konditioniert, wir sind alle so aufgewachsen. Wenn wir nicht das Glück haben, wirklich über Eltern zu verfügen, die schon sehr, sehr bewusst uns aufgezogen haben. Was die Fakten der Ernährung angeht. Wirklich, die Fakten. Das heißt, hier beim Marketing wird ein Lebensgefühl verkauft. Ein Lebensgefühl. Das ist unglaublich. Wir essen etwas, aber uns wird nicht das Essen verkauft, sondern wird ein Lebensgefühl verkauft. Und oftmals wird uns auch verkauft, Teil einer Gruppe zu sein. Das ist dasselbe bei Vegan. Wer sich vegan ernährt, nur weil das hip ist oder weil ja irgendwelche Leute vegan sind, die man mag, ohne überhaupt genau zu wissen, warum und weswegen ich mich vegan ernähren sollte, der ist Teil einer Gruppe und wird deshalb vegan. Das wird nichts bringen, weil er den Grund nicht verstanden hat und dadurch auch das Fundament fehlt. Und diese Menschen, die Produkte kaufen, weil sie Teil einer Gruppe sein wollen, diese Menschen werden nicht die Grundlage dessen, warum man etwas tut, verinnerlichen und dadurch zum Spielball des Marketing. Weil wenn dann eine andere Gruppe hip ist, dann hüpfen diese, was heißt, sie hüpfen nicht bewusst, sondern das Marketing nimmt diese Menschen und zack, zum nächsten Trend. Also Teil einer Gruppe ist auch ein großer Punkt, warum wir Produkte kaufen, um Teil einer Gruppe zu sein. Und ja, und dann gibt es natürlich auch noch nicht nur Teil einer Gruppe im Sinne von, wie sage ich jetzt, Veganern oder Sportbegeisterten oder sonst was, sondern auch Teil einer sozialen Schicht. Und das sind wir natürlich bei den ganzen Luxusprodukten. Boah, ich habe Markenprodukte. Ich habe eine Uhr von, ich kenne mich in Uhr jetzt nicht so gut aus, was da jetzt eine große gute Firma ist. Eine Rolex, ich habe eine Rolex, doch, kenne ich. Ne? Also, Teil einer sozialen Schicht, also Markenprodukte im Sinne sozial, Teil sozialer Schicht, Schicht zu sein. Und das ist auch nicht unerheblich. Viele kaufen sich Klamotten, nur weil da was eingestickt ist, und kriegen dieselbe Qualität auch von einer etwas günstigeren Marke. Und populärstes Beispiel vielleicht in den Kreisen, wo sich die meisten meiner Zuschauer bewegen, ist der Vitamix. Der Vitamix ist ein ganz, ganz großer Marketingball. Der Vitamix ist nicht das Geld wert, was man dafür bezahlt. Ich habe da schon Tests gemacht mit dem Vitamix. Der hat selbst im Bananeneis, einer durchaus anspruchsvollen Aufgabe, gegen den Ultratech verloren, der 150 Euro kostet. Und der Vitamix, der kostet 950 Euro in diesem Komplettpaket. So, ist natürlich auch nicht ganz fair, weil der Vitamix in Amerika ca. 400 bis 500 Euro kostet, derselbe der bei uns 900 kostet, wir zahlen bloß den Zoll und dadurch wird der so teuer. Und dann hat der Vitamix von allen Mixern auf dieser Welt das größte Marketingbudget. Also es werden Stars mit dem Vitamix, es hat da unglaublich viel Geld reingeballert. Der Vitamix hat vielleicht einen Wert von 100 bis 200, 300 Euro an reinem Wert. Und der Ultratech, null Marketing, da ist überhaupt nichts mit, wird in Asien produziert, sehr sehr preiswert, und das ist die reine Leistung. Und der Vitamix und der Ultratech, die sind
nicht so weit auseinander, dass 150 versus 900 Euro. Ganz großes Beispiel Marketing. Ne? Anderes Beispiel, jetzt mal unabhängig von dem Marketing, was verkauft wird, sondern generell zum Menschenfutter, wie wir konditioniert sind, ist nicht, dass wir denken, boah, da sind alle Nährstoffe enthalten, geil. Die Leute, die mein Buch gekauft haben, Rohkost vor Lowkost, die denken so. Aber die meisten Menschen von uns denken, boah, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Geschmack ist oft konditioniert. Es gibt diese Instinkto-Ernährung. Da gibt es Instinkto-Rohkost, Instinkto-Fleischkost, Instinkto was auch immer. Und da geht es immer darum, dass man daran riecht und dass man spürt, ob einem das gut tut. Und dann wird gesagt, wenn einem das gut tut, dann sollte man das essen. Das ist, wenn man das so präsentiert, und so wird es präsentiert, meiner Meinung nach absolut für den Arsch. Die Instinktoernährung ist für den Arsch, wenn man nicht unterscheidet zwischen Intuition und Konditionierung. Denn wenn ich mit einem positiven Geruch von dem Schweinebraten, häusliche, familiäre Atmosphäre, an meine Mama, meine Oma, an positive Dinge denke und das damit assoziiere, wenn ich das rieche, dann denke ich, oh ja, ich möchte jetzt dieses Gefühl, da sind wir wieder beim Gefühl. Das möchte ich jetzt haben und deswegen Instinkto, das kann ich essen, weil das riecht gut. Und da sind wir auch bei der Konditionierung. Intuition ist ein ganz, ganz kleines Pflänzchen irgendwo hier in der Magengegend. So, das spürt man, ist das richtig oder ist das nicht richtig. Und wenn ich von kleinen Pflänzchen rede, ist das wirklich ein ganz, ganz kleines Pflänzchen. Intuition klar abzugrenzen von Konditionierung ist sowas von schwer. Die meisten in der schnelllebigen Zeit, auch gerade bei YouTube, denken, ja, ich weiß, Intuition, nicht Konditionierung. Es ist so schwer. Ein jahrzehntelanger Prozess ist das. Das ist nicht irgendwie mal schnell getan, Intuition zu erkennen. Das meiste ist Konditionierung. Ne? Und deswegen, schmeckt gut. Das ist ein Argument. Ne? Da muss gar nicht mal das Marketing, da brauchen wir gar nicht den Schritt, sondern da kommt einfach schon unser eigenes Argument, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Das ist hier ein Argument für uns Menschen, es schmeckt gut. So, und Geschmack ist eben konditioniert. Und deswegen ist das eben kein sinnvolles Argument, wenn es darum geht, unsere Nahrung auszuwählen. Und was macht natürlich nicht das Marketing, sondern die Produzenten von Menschenfutter? Die machen, dass es gut schmeckt. So, und da kommen Geschmacksverstärker, da kommen alle möglichen verschiedenen Zusatzstoffe, die ein Produkt einfach ja, optisch aufwerten, wie zum Beispiel die Bräune bei den Brötchen und solche Dinge werden dann gemacht, was überhaupt keinen Einfluss hat auf den Grundsinn der Nahrung. Uns zu nähren, uns gesund zu erhalten. Und ja, es ist einfach ein Kriterium für uns Menschen. Und jetzt kommen wir so zur Quintessenz, zur großen Quintessenz. Ich finde schön, dass ihr dran geblieben seid, aber jetzt dieser Punkt. Da macht es bestimmt Klick bei allen von euch. Das hier, die Fakten, also das ist faktenbasiert und das hier ist, sag mal, gefühlsbasiert. Jetzt kommt der absolute Knackpunkt. Wenn das faktenbasiert ist, alle Nährstoffe sind enthalten, der und der Nährstoff ist enthalten. Dann ist dieses Verkaufsargument nicht skalierbar. Man kann nicht mehr sagen, als alle Nährstoffe sind enthalten. Man kann nicht sagen, es sind nochmal alle Nährstoffe enthalten. Es sind alle Nährstoffe enthalten, die man am Tag benötigt. Es sind so und so viel Prozent Vitamin C drin. Da kann man in der Werbung nicht irgendwie sagen, irgendwas draus machen. Das sind Fakten. So, aber das hier, dieser ganze Scheißhaufen, den ihr hier seht, dieser ganze Scheißhaufen, der stinkt zum Himmel, weil er ist skalierbar. Skalierbar ist er. Und das ist der Traum eines jeden Unternehmens. Einfach hochskalieren. Einfach hochskalieren. Man kann einfach mit mehr Scheiße, die man den Menschen in die Köpfe pflanzt, noch mehr verkaufen. Man kann irgendwelche Bilder kreieren im Kopf,
dass man zu einer, wie gesagt, Teil einer Gruppe, dass man noch zu den noch besseren gezählt und dann wieder zu den noch besseren und dann kommt der Star und dann ist man noch der Teil der Gruppe. Es kann noch besser schmecken, ist ja nicht faktisch, es schmeckt gut, es kann noch besser schmecken in der Werbung, es schmeckt noch besser, noch nie hat es so gut geschmeckt, verbesserte Rezeptur, es ist einfach das Beste, der beste Knoppers aller Zeiten. Ne? Es ist skalierbar, es ist unendlich skalierbar, es kann immer besser. Die haben für 50 Jahre, haben die Leute schon gesagt, das ist das Beste, der beste Käse, der leckerste Käse. Und jetzt ist er noch leckerer und noch besser, obwohl er vollgepumpt ist mit Chemie im Gegensatz zu vor 50 Jahren. Es ist skalierbar, das Gefühl ist skalierbar und es ist manipulierbar damit. Man kann es sozusagen immer höher treiben, man sagt es immer besser, immer besser. Bei Nährstoffen eben nicht. Faktenbasiert. Kauft faktenbasiert und kauft nicht gefühlsbasiert. Erkennt das Marketing, erkennt alles, was damit so, dass euch ein Gefühl vermittelt wird. Ich weiß, es ist schwer da rauszukommen aus dieser ganzen Blase der Illusion. Und viele Menschen in unserer Umgebung, die halten uns da zwanghaft drin in dieser Blase. Geht nach den Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Das ist das Entscheidende. Nur Fakten. Und ja, und wie gesagt, schmeckt gut. Wirklich. Ich liebe es auch, tolle Rezepte zu kreieren, die auch gut schmecken. Aber in allererster Linie sollten sie euch auch nähren. Und das bedeutet natürlich, dass die Nahrung so gut wie es denn geht, so gut wie es denn geht, je nach eigenem Anspruch eben unverarbeitet ist und möglichst noch vital, also rohköstlich. So. Aber ich kenne das auch, ne? Schmeckt gut. Das ist mir so nah. Wie kaum ein anderen. Ich habe 165 Kilo gewogen, bevor ich jetzt abgenommen habe. 70 Kilo habe ich abgenommen. Und dieses schmeckt gut. Ah, was denkt ihr? Da könnte ich euch Stunden davon erzählen. Aber ich habe es geblickt. Ich habe es geblickt und ich habe das verstanden. So, und entsprechend möchte ich euch das heute präsentieren und diesen ganzen Wust einfach mal auf euch wirken lassen. Und hoffe, dass ihr eure Schlüsse daraus zieht und ein bisschen Inspiration mitgenommen habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.